Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Im letzten Part haben wir das Achtelfinale des Champions Shield Cup mit 1:0 gewonnen. Aber sehr knapp war es, aber naja, egal. Jedenfalls kommen wir nun zum Viertelfinale und das machen wir mit unserer brasilianischen Mannschaft. Ja, habe ja schon ein paar Spiele mit der brasilianischen Mannschaft hier gezeigt und gespielt, aber leider noch nicht gewonnen. Das muss sich mal ändern, obwohl die Truppe eigentlich ziemlich stark ist. Also die Truppe macht eigentlich auch einen starken Eindruck, meiner Meinung nach. Ist eigentlich auch sehr stark. Spielerisch und alles, was eigentlich angeht. Ich hoffe, dass wir jetzt mal einen besseren, leichteren Gegner kriegen, weil... Ach wunderbar, ich krieg eine Orangen-Latenz. Na, dann weiß ich jetzt schon, dass das Spiel erstmal mega leckt. Dankeschön. Ich will eigentlich mal endlich mal so ein richtig schönes Spiel mit meiner brasilianischen Mannschaft spielen. Bisher kriege ich nur Gegner, wo eine schlechte Latenz ist. Schon... Jetzt so. Und er hat eine grüne. Mit unserem gelben Trikot. Sieht halt aus wie das brasilianische Novotny FC. LOL. Wird zwar anders geschrieben, aber egal. FC Chelsea, ja. Komplett FC Chelsea. Okay. Gute Truppe. Rein Chelsea. Wird trotzdem nicht leicht. So. Auf geht's. Noch mal eine Einstellung machen und dann geht's auch schon los. Gegen den FC Novotny. Ah, kann der gleich was machen. Jo. Jo, wie spielt der? Ja, Dani Alves. Und erstmal schicken. Jawohl, schön. Ah, jetzt wollte ich Bernhard in die Lücke schicken. Aber hat nicht geklappt. Jetzt wird natürlich wieder immer schwieriger. Am Anfang kann man noch auf absolute Reaktion drücken. Aber im Viertelfinale kommt schon eine schwierige Brocken. Wir hatten schon in der ersten Runde ein Spiel gegen Brocken. Der ziemlich schwer zu spielen war. Also wer den letzten Part gesehen hat, der weiß, das war ein schweres, erkämpftes 1:0. Wo es definitiv auch hätte länger gehen können. Aber Gott sei Dank geht es nur über 99 Minuten hinaus. Wir stecken schon mal super zu und das ist Bernhard. Bernhard! Oh, der Pfosten. Erste gute Kombination hier. Der dicke Fehler von Lampard war's. Und dann Bernhard mit dem ersten Schuss. Erster gefährliche Schuss. In der Anfangsphase dieses Spiels. Das wird trotzdem nicht leider. Cole kann fliegen. Und was bitte ist das? Was macht dieser Marcelo schon wieder? Wieso kann ich mit meiner brasilianischen Mannschaft einfach hier, wenn ich aufnehme, nicht gewinnen? Ich glaube, das vierte oder dritte Spiel. Bisher habe ich nicht mal unentschieden. Das ist doch lächerlich. Vor allem, was macht der neue denn schon wieder? Also die Truppe ist einfach nicht schlecht. Die ist mega gut eigentlich. Dann zeige ich dir auch von hier. Ja, hallo? Ja, ich wollte es gerade sagen. Also wenn das kein Elfer ist, dann vergesse ich mich selbst. Kann man gerne nochmal eine Wiederholung zusammen angucken. Das ist ein klarer Strafschuss. Ja, braucht man gar nicht zu diskutieren. So, Cavani gegen Tschech. Und er macht ihn! Edison Cavani! 1:1. Alles wieder offen. Puh. Ich muss aber mein Abwehr auch besser stehen. Nicht wie gerade eben. Dass er da ein... Ja, wie kriegen Passspiel und Neuer ist dann direkt dumm. Neuer bin ich nicht mega zufrieden. Er hält noch eine gute Bälle. Da fragst du dich, was macht er denn?
Doch, Tschech ist besser. Nein, Tschech ist besser. Und... keine Ahnung. Was macht Silber? Was macht Marcello? Marcello wird ja unten zufrieden. Und mit Bernard, aber... der ist trotzdem nicht schlecht. So Fernandinho. Der kann schießen! Zeig da einfach mal hier. Der hat einen super Schuss, der Fernandinho. Und kann eigentlich auch super passen hier, Fernandinho. Super, endlich mal geklappt, dieses Aufsetzen des Gegners. Und dann Fernandinho. Ecke? Fernandinho. Starker Eckballschütze. Das zeigt doch einfach mal hier. Vor allem uns auf den Kopf von den Kopf. Das haben wir definitiv mit Thiago Silva. Dante und Cavani. Ist aber ein schlechtes Zuspiel. Ganz schlechtes Zuspiel. Klären Torres mit dem Fehler. Und jetzt Dani Alves. Dani Alves. Dann muss ich ihn in die Lücke schicken. Klappt da leider nicht. Schade. War mehr drin. Torres. Zustellen. Dani Alves zurück, weil er kommt schon wieder mit seinem Kackerschlecko. Stell ihn halt zu. 2-1. Es ist so witzlos. Was machen die denn da? Wieder hält der Neue nicht. Also der Neue ist echt scheiße. Muss man echt mal sagen. Keine Ahnung, warum der 86 hat. Weil der macht... guckt euch mal, was der macht im Strafraum. Beschreibt nicht. Wieder kann ich diesen Kack-Kohl nicht blocken, ey. Der ist so lahmarschig. Und Dante, der guckt dann zu, oder was? Willst du mich verarschen, ey? Weißt du, zweiter Torschuss, zweites Tor. Komisch. Er? Sein Torwart hätte hier alles. Ein neues wieder dumm. Dumm wie Brot. Perfektes Zuspiel und Bernhard ist einfach kein Torschütze. Und Willem auch nicht. Das gibt's nicht. Eins ist, die hier wirklich Tore schießen, sind halb. Ja. Und Cavani, vor allem Cavani. Aber so lame ist einfach nur. Kommt einmal über die Flügel. Flankt mit. Cole, der gar nicht mal spielen kann. Das ist nur. Nur der gute Defensive werde auch. Wie dieser Scheiße. Also da, der passt genau. Und dann wird er so mega abgeholt. Nee, der kommt einmal die ganze Zeit mit so einem scheiß Cole über den Flügel, läuft, schießt, trifft. Und ich perfekten Schuss aus Tor mache, trifft der bei den Kackpfosten. Vor allen Dingen kriege ich ihn hinten nie gestellt, weil Cavani heute irgendwie... Dani Alves schlecht spielt. Das ist doch unlogisch. Er hat zwei Schüsse und die ging zweimal rein. Ich hatte mindestens 4 oder 5. Jetzt mal! Ja! Was für ein Straf von Fernandinho! Der hat einen Mega-Schuss, der Fernandinho. Das zeigt einfach mal. Ja, Cavani, ab geht's. Ab die Post. Ich dachte schon erst, es wäre Bernard. Dann hätte ich mir gesagt, okay, dann kann der plötzlich schießen. Das ist auch deswegen auch einer der Gründe, warum ich mir überlege, Diego zu kaufen. Was machen die denn? Schlechte Verhalten. So, jetzt mal ein bisschen bessere Defensivarbeit gegen Dani Alves, bitte. So. Ja, jetzt muss ich warten, bis Cavani halt in der Mitte ist. Das war halt richtig stark. Na, die Flagge ist miserabel. Na, was macht denn der? Das gibt's nicht. Wie kann ich in so einer Situation da wirklich so ab Klops machen. Und was macht der scheiß Neuer denn schon wieder? Alter! Der dritte Torschuss von ihm und Neuer lässt ihn zum dritten Mal durch. Der hat keinen Torschuss, den Neuer gehalten hat. Neuer hat bisher keinen Ball in diesem Spiel gehalten.
Also wer will mir sagen, dass der Neue gut ist? Schreibt es in die Kommentare. Warum ist Neue gut? Wofür? Das ist ein Noob. Der kann gar nichts. Der hat genauso wie, wie der schlechteste Torwart in diesem Spiel. Ich kann nichts. Jetzt meine Schuhe rein. Vor allem muss ich wieder, renne ich wieder so einen behinderten Rückstand hinterher. Warum? Weil Thiago Silva vor allen Dingen vorher einen riesen Klops hatte. Und der scheiß Neuer nicht ein einziges Mal. Ich bin mit Neuer. Da doppelte Torchancen und der hat dreimal getroffen, ich zweimal. Bitte. Erkenn den Logikfehler. So, jetzt der vierte Torschuss. Nein! Das gibt's nicht! Neuer hält den! Also ich hätte gesagt, der geht weg. 100%. Ohne Witz. Also das hätte ich den Neuer echt zugetraut, dass er den Ball durchlässt. Ohne Schmarrn jetzt. Das ist halt einfach jeder Torschuss von ihm. Das ist so witzlos. Ja klar. Fühl dich halt geil. Also eigentlich müsste ich ja schon locker führen. Nein, Neuer muss halt jeden Ball durchlassen. Die Spieler müssten halt einfach auch mal die Bälle kontrollieren. Nicht immer so wegspringen lassen. Die Spieler nehmen den Ball manchmal an und dann springt der Kilometer um. Jetzt dreht er mich schon wieder in Rage und kann einfach nicht die Fresse halten. Ja, muss man, ja, komm. Lang nach Kopfball, genau. Und jetzt mit dem Kopf weiter lang. Genau. Und Bernhard nimmt den Ball mit. Eigentlich hat eigentlich so eine Truppe, die ich eigentlich locker wegkloppen müsste. Und dann skillt er hier mit drei Torschüssen und macht drei Tore. Und dann nicht bei solchen Situationen läuft die Zeit auch einfach nach. Ja, warum denn? Der Ball ist vor allem nachgekommen. Endlich mal aufs Spiel kommen. Jetzt mal schauen, dass wir gut werden. Wo ist Willem? Warum ist der hinten in der Defensive? Wo ist der denn? Warum? Wo bist du denn? Ja, jetzt bleibt er auch noch stehen und Cavani rennt nach außen. Ja, danke schön. Jetzt I love you. I love you all. Da mal in die Lücke, genau. Sind die zwei besten Stürmer in der Mitte. Alter, Neuer, was kannst du eigentlich überhaupt, Mann? Ey, du bist doch bescheuert. Das ist der vierte Torschuss von ihm, der passt wieder. You are seriously? You are seriously? Ist das ein Ernst? Nee. Fick dich einfach mal. Fick dich. Fick dich. Und halt. Dankeschön. Yay. Ich liebe dich. Alter, will dieses Spiel mich eigentlich verarschen? Vier Torschüsse auf Neuer. Und die passen immer. Weil Neuer immer falsch läuft. Warum hat er so eine gute Stärke? Der kann nix. Der hält nix. Der hält keinen Ball. Guck mal, was macht er denn da? Er bleibt einfach ständig im Kasten drin, anstatt mal rauszulaufen wie ein guter, vernünftiger Torwart, bleibt er einfach auf der Linie stehen. Und wenn ich auf die Linie lasse, kann er nicht. Anstatt mit dem Ball zu halten, nö, immer durchlassen, ey. Ich soll mal Fußball spielen lernen, der Junge. Na super, Marcello. Super, wie du ihn abwehrst. Bah, schießt aus 70 Metern direkt in die Mitte. Na halt, was läufst du denn noch da hinten rum? Und super Ball mit dir. Einfach super, super. Er lässt mich mal super spielen. Liebe es. Und dann kannst du es nicht mal umstellen, deine Einstellung. Ich liebe es. Warum? Weil ihr es sagt. Warum springt der Ball denn so rum? Warum kann ich mit der kack-brasilianischen Mannschaft nie gewinnen, wenn ich mit der Camp spiele? Ja, klar. Jetzt spielst du ein Camp-Spiel mit der brasilianischen Mannschaft, verlierst immer.
Ist doch Fluch. Wisst ihr, sonst gewinne ich jedes Spiel mit der brasilianischen Mannschaft. Jedes. Jedes. Jedes Spiel. Da machen auch meine Spieler die vorne die Tore. Die machen auch eine bessere Abwehrleistung. Und lassen die den Ball tausendmal umspielen. Ihr könnt gar nicht glauben, wie stark diese Mannschaft spielt. Aber ich kann es euch halt einfach nicht zeigen, weil sie einfach hier ausrastet. Die einzigen Schlechten sind halt einfach mal Cello. Bernhard. Ich glaube, es ist so stark. Gewinnt so gut wie jeden Zweikampf in der Defensive. Und hier, das spiele ich so oft zu Null. Warum? Nicht, weil der neue Bälle halt. Nein, weil ich gute Aktionen nach vorne spiele und Tore mache. Da anstatt sich mal jemand in die Lücke reinstellt und sich mal den Ball annimmt. Nein, da rennen sie alle weg. Betrug! Vor allem, weil Thiago Silva wieder den Ball wegspielen. Das ist geil. Neuer! Hey. Ey, das ist die erste richtige Parade von Malen und Neuer. Applaus! 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 Erste ordentliche Parade von Malen und Neuer. Das ist der Hammer. Zweite! Jetzt hat er Lauf. Jetzt hat er einen Lauf. Vor allem schieße ich auch keine Tore mehr. Warum? Weil der Ball tausendmal bei mir verschwindet. Und die Spieler nie in die Lücken laufen. Boah, Alter, wenn ich aufnehme, dann zeige ich euch, glaube ich, nur noch die Spieler der englischen Mannschaft, weil es zack langsam. Es nervt einfach nur. Viertes Spiel mit der brasilianischen Mannschaft. Vierte Niederlage. In Folge. Sonst alle Spiele mit der brasilianische Mannschaft gewonnen. Du nimmst ein Part auf und zack, verlierst du 7-0. Lame. Du spielst so oft zu 0, weil deine Abwehrspieler so übel sich geil in der Defensive spielen. Dann spielst du ja ein Spiel mit der scheiß Kamera und du verlierst direkt. Das ist lame. Ja, das ist warum so ein schlechter Kopfball? Warum kommt der Ball vor allem zu Gustavo? Och geil. Jetzt macht man wieder durch. Pass auf. Ich seh's. Ja, es war klar. Es war klar. Fick dich einfach mal. Warum rennt der neue nach vorne? Ich will das gar nicht. Ich mach das gar nicht. Das macht er alleine. Du bist so scheiße, Neuer. 5 Gegentore. Du hast 2 Bälle gehalten. Bei diesen einen Schlappenschuss kann man nicht als Torschuss werten. Weil es ist einfach nur der lächerlichste Torschuss. Und die kannst du nicht mal halten. Du kannst keinen Ball halten. Du bist so schlecht, Neuer. Ich führe, ich mache das 2-1. Ich mach das 1-1. Dann macht Neuer wieder einen Fehler. Deswegen macht er das 2-1. Dann mach ich das 2-2. Was macht Neuer? Den nächsten Fehler. Dankeschön, yeah. Für nichts. Warum rennt die Mannschaft nicht los? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe so eine gute Mannschaft. Eigentlich. So halt ein Scheißpart auf. Und wo geht der Ball schon wieder hin? Ich liebe dieses Spiel. Das ist so geil. Und wie der Tschech jeder Ball. Wir gucken uns nach dem Spiel die Statistik an. Da seht ihr, wie krass es ist. Der Einzige, der Tore heute macht, ist Cavani. Keine Sau spielt gut, nur Cavani. Wie immer. Der macht Tore, der macht alles. Der war an allen 3 Toren heute beteiligt. Der Rest nichts. Fernandinho und Cavani. Und Neuer, super Aktion. Fast ist 4-5. Dankeschön. Dankeschön, Electronic Arts, für deine nette Unterstützung bei diesem Spiel. Danke, Neuer. Du warst echt geil. Danke, Neuer. Du warst echt geil heute. 7 Torschüsse, 5 Tore. Geil. Weil diesen einen Torschuss kann man einfach nicht als Schuss machen. Nee. Da, 5-6. Warum eine 5-6? Der hat eine 5-0 verdient. Da, 8-4! 9! Warum hat der 4? Wo hat der 4? Da! Ich war besser! Ich war verfickt nochmal besser als der Idiot!
Und er hat mehr Tore geschossen. Wo hatte der 9 Torschüsse? Wo? Guckt im Video nach. Verfickte Scheiße. Ist das lame? Cavani, 9-0. Fernandinho, 8-6. Der Rest, nichts. Der Rest hat hier einen Scheiß gearbeitet. Neuer, einfach nur Betrug. Du ein Opfer, Neuer. Du bist einfach nur ein elendiges Mobbing-Opfer, du blöder Bastard. Du bist einfach nur ein dämliches Mobbing-Opfer, Neuer. Du bist einfach nur ein hässliches Mobbing-Opfer, Neuer. Ein hässliches Mobbing-Opfer, ey. Im nächsten Part geht's dann gegen meinen Freund. Und dann sehen wir uns. Also, da wird dann die englische Mannschaft wieder spielen, ne? Also, könnt ihr euch vielleicht schon auf den Sieg einstellen. Weil mit der brasilianischen. Ey, boah. Ey, das könnt ihr einfach euch nicht vorstellen, wie es ist. Du spielst mit der brasilianischen Mannschaft, gewinnst jedes Spiel. Aber jedes. So gut, naja, was heißt jedes? So gut wie jedes Spiel. Mit der englischen Mannschaft gewinnst du so selten. Dann machst du einmal die Kamera an. Die englische Mannschaft gewinnt hundertprozentig und die brasilianische war kackt hundertprozentig. Geil. Wo ist jetzt der elendige Logikfehler? Naja, ich versuche mich zu beruhigen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin und ciao. Nein.